Hallöchen und herzlich willkommen hier bei der Slowenien-Rundfahrt. Die erste Etappe beginnt heute in Ljubljana, der Hauptstadt Sloweniens, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir haben hier die Startliste. Unsere Mannschaft besteht dieses Mal aus Gerard Ciolek, unserem Star. Dann John Lee Augustin haben wir mit dabei. Grimmay, Neon Schuti, Podgieter, Fanny Kerk und Jaco Venter. Das sind also die 7 Fahrer, die für unsere Mannschaft am Start stehen. Heute, die erste Etappe, ein Zeitfahren, flach, über 6 Kilometer, also sehr, sehr kurz. Und wir fahren mal mit Sieg Kohl, dem Österreicher, mit, der für die Buca Racing Mannschaft hier im Start steht. Und gucken uns mit ihm mal die Strecke an. Unser bester Mann im Zeitfahren, das wird wohl Jaco Venter sein, zumindest in diesem kurzen Zeitfahren. Na, gucken wir mal, wie er sich heute schlagen wird. Aber wir fahren die Strecke jetzt einfach mal mit. 6 Kilometer, das ist ja jetzt nicht so viel. Und da wir abgesehen von Venter keinen haben, bei dem wir wirklich aufpassen müssten, kann man da ja mal ruhig gucken. Außerdem habe ich euch natürlich gefragt nach Transfervorschlägen. Und hier ist auch schon der letzte Kilometer. Und ihr habt mir tatsächlich einige Namen genannt. Einige Namen habe ich mir auch selbst genannt. Oder überlegt, wen ich da nehmen könnte. Und wir werden dann ab der, ja, sobald der Zeitraum halt da ist, werden wir mal gucken, wen wir fürs nächste Jahr verpflichten werden und wessen Verträge wir verlängern und wessen Verträge nicht. Ich spule mal vor bis, oh, ja, das ist Timing. Jaco Venter steht am Start. Da brauche ich gar nicht spulen oder so. Jaco Venter ist am Start und wir gucken mal, wie gut wir hier über diesen Parcours kommen mit Venter. Er ist kein Top-Zeitfahrer, aber hat sehr ausgeglichene Werte und ist im Allgemeinen ein doch recht starker Rennfahrer. Keine Top-Werte, aber sehr ausgeglichener Mann. Und das könnte er vielleicht auch heute den ausschlaggebenden Punkt geben. Venter sieht schnell aus, was er macht. Und wir schauen mal, dass wir da den grünen Balken so ein bisschen auf dem Niveau vom blauen halten können. Ja, jetzt müssen wir schon Gas geben. Also ich glaube, es ist keine schlechte Zeit von Jaco Venter. Und jetzt zieh nochmal durch. Venter momentan 2. hinter Navadauskas. Heißt also, der Tagessieg wird schon mal nichts mehr. Jetzt spule ich mal vor, bis, ja, bis Ciolek kommt, würde ich sagen. Oder? Ja, leider kann ich die anderen nicht mehr anklicken. Oder doch, das müsste ich eigentlich können. Haha, ausgetrickst. Van Niekerk ist ein schlechter Zeitfahrer. Grimmay ebenfalls. Ciolek, naja, auch nicht wirklich gut. Wir sehen uns trotzdem bei Gerard Ciolek wieder. So, und da sind wir. Mit Gerard Ciolek stehen wir jetzt am Start dieses Zeitfahrens. Ihr seht es oben rechts, Jaco Venter ist nicht mehr unter den Top 10 dabei. Das wurde also nichts. Und mit Ciolek, er ist der letzte Starter. Warum auch immer. Er darf als letztes von der Rampe gehen. Und wir werden hier auch keine großen Kraftanstrengungen machen. Ganz, ganz chillig durchfahren. Denn ich denke nicht, dass wir eine Chance hätten gegen David Miller, gegen Navadauskas, gegen Top Danielson oder gegen Blas Jark. Da haben wir wohl keine Chancen. Tyler Finney ist noch unterwegs. Auch der hat natürlich gute Chancen, da noch vorne reinzufahren. Wurde 2. tatsächlich. Und Ciolek landet wahrscheinlich nicht unter den ersten 10. Ganz klar. Ist ja noch mit der Hälfte der Energie reingefahren. Siegerehrung. Ramunzas Navadauskas, der Litauer, gewinnt vor Tyler Finney und David Miller. 4. wird Jark. Dann Danielson, Hermans, Borgersen, Cousin, Scheer und Krott. Kotski. Ja, die Rus-Velo-Mannschaft ist wieder mit dabei. Das heißt, wir wissen schon, wer hier auch mitfährt, nämlich unser lieber Fasanov, der ja eigentlich Firsanov im echten Leben heißt. Ja, in der Gesamtwertung führt damit auch Ramunzas Navadauskas, was ja nicht sehr verwunderlich ist. Und auch in der anderen Wertung hier, Sprintwertung führt er, ist ja logisch. Und Nachwuchswertung führt Tyler Finney vor Cuisine und Haas, aber hier wird sich noch viel tun. Die Slowenien-Rundfahrt ist ja ein schweres Rennen. Garmin Sharp führt vor BMC und NetApp. 10. ist momentan MTN Kubeka. Das lässt sich doch sehen.
Ja, 15. wurde Jacovente, gar nicht mal so übel. Gucken mal, wer noch gelandet ist. 34. wurde Neon Schulti. Immerhin. Grimmel, 33 Sekunden verloren auf den ersten. Wo ist Van Niekerk? Oh, Van Niekerk war langsamer als Ziolek, obwohl er noch nicht mal die Kräfte geschont hat. Also das ist schon eine Leistung. Muss man einfach mal sagen. Wo ist Fasanov? Wir gucken mal. Einfach so. Ohne irgendwelche Hintergedanken natürlich. Fasanov. Ja, den behalten wir jetzt mal so ein bisschen im Auge. Ich glaube, ich finde ihn gerade nicht. Wir sortieren nach Team. Dann sollten wir ihn ja ganz leicht finden können. Washia Bike. Hier haben wir Fasanov. 74. wurde er. 40 Sekunden Rückstand. Das ist immerhin etwas. So. Nächster Tag. Am 21. Juni. Oh, was ist das? Wir haben ein Vorabmodell erhalten für nichts. Okay, cool. Was stand da? Sie haben Vorabmodell aus der Kollektion für 0 erhalten. Sie stehen jetzt von. Aha. Oh, Kunego. Gewinnt eine Etappe der Tour de Suisse, die sechste. Cool. Achter wurde er beim Giro. Krass. Den hätte ich mir echt gerne geholt fürs nächste Jahr. Leider geht das nicht. Und wir fahren jetzt hier die zweite Etappe in der nächsten Folge. Oder vielleicht auch noch in dieser Folge. Keine Ahnung, wie ich das schneide. Das überlasse ich meinem Zukunfts-Ich. So. Also jetzt für den Fall herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ansonsten geht es hier einfach weiter. Nächste Etappe, 20. Juni oder es ist jetzt schon der 21.? Das ist jetzt natürlich eine wichtige Frage. Ich glaube, es müsste aber noch der 20. Juni sein. Ist es auch. Sehr hügeliges Rennen. Wir setzen mal zum einen auf Jacoventa. Und zum anderen auch auf Gerald Ciolek. Wir gucken mal, wie er durchkommt über dieses hügelige Rennen, über das hügelige Terrain hinweg. Und dann sehen wir uns nach dem Ladebildschirm. Bis gleich. So, da sind wir. Zweite Etappe. Kučevje nach Vyšná Gora. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Bin leider kein Slowene. 157 Kilometer sind es heute und ein sehr hügeliges Terrain. Laut Pro Cycling Manager ist der liebe Herr Gerald Ciolek einer der heutigen Favoriten fürs Rennen. Da sind wir mal gespannt, inwiefern sich das bewahrheiten wird. John D. Augustin, man sieht es ja schon, greift gerade mal an. Versucht es heute mal. Das Rennen ein bisschen lebendig zu halten, sagen wir es mal so. So, Gerald Ciolek heute also einer Favoriten laut Pro Cycling Manager. Da sind wir mal gespannt, inwiefern das stimmt. So, und Jacoventa muss dann noch nach vorne. Augustin kann erstmal ganz normal fahren. Die werden wohl eingeholt. Die Gruppe um Maaskant und David Miller. Die beiden da vorne, das ist jetzt Augustin mit Stimolak aus der Adria Mobile Mannschaft. Ja, aber so wirklich glücklich scheint das Feld nicht zu sein mit diesen Ausreißern da vorne. Denn man macht jetzt richtig Dampf, um die wieder einzuholen. Mit dabei unser Südafrikaner John D. Augustin. Und natürlich ist auch die Frage, von welchen Fahrern sollen wir die Verträge verlängern? Auch das ist natürlich eine wichtige Frage. Da hat mir der. Oh, jetzt möchte ich nichts Falsches sagen. Wer war das? War das der Torge oder der Jana? Irgendjemand hat mir geraten, ich solle einfach von allen Südafrikanern die Verträge verlängern. Das ist an sich eine Herangehensweise. So, die Auslösegruppe des Tages hat sich wohl gebildet. Es handelt sich um Koretzki aus der Bretagne-Séché-Mannschaft und Bugge aus der norwegischen, wie heißt es doch, Mannschaft ist da mit dabei. Wir gucken mal. Das ist die Mannschaft. Team Joker, genau. Tubore greift an, Malakane greift an, Maaskant. Es sind jetzt doch einige Namen, die man kennt. Ja, und wir versuchen mal mit Ciolek und mit Venter hier einfach nur mit rüber zu kommen. Über diesen Anstieg. Mal gucken, wie es läuft. Mal gucken, wie es läuft. Kann man ja mal gucken. Leopold König ist auch mit dabei. Natürlich der Top-Favorit für diese Rundfahrt. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Momentan, nach dem Prolog, ist er 31. in der Gesamtwertung. 25 Sekunden sein Rückstand auf den Mann im gelben Trikot, auf Navadauskas.
Das ist doch schon relativ viel eigentlich. So, und Jakobenta lassen wir gerade nochmal nach vorne fahren, damit er sich weiter vorne ein... Warte mal. Irgendjemand hat mir gesagt, ich soll Position einnehmen klicken. Das würde mehr Energie sparen. Dann machen wir das mal. Ist dann scheinbar so. Wenn das mir gesagt wird in den Kommentaren, dann machen wir das einfach mal. So, vier Fahrer sind jetzt also vorne in der Ausreißergruppe. Mit zu den beiden anfangs genannten haben sich also Tubore und Malakane gesellt. Damit also vier Mann an der Spitze. Augustin leider nicht in der Spitzengruppe des Tages. Aber mein Gott, gibt Schlimmeres. Tjo, ich werde jetzt hier einfach mal weiter kommentieren. Sollte das Rennen aber ein bisschen vor sich hinschlafen, dann werde ich das hier vielleicht rauscutten oder wieder verschnellern. Eins von beiden. Mal gucken. So, noch 3,8 Kilometer bis zur nächsten Bergwertung. Und John Lee Augustin versucht es nochmal. Hat noch nicht genug. Vorhin hat er das schon mal probiert. Ist nicht weggekommen. Jetzt versucht er es erneut. Der Südafrikaner. Aber Bono aus der Lampo-Mannschaft fährt er sofort hinterher. Ja, das wird nichts. Das kann man vergessen. Okay, na, versucht haben wir es nochmal. So, und dann sind wir erstmal wieder zurück. Finetto für you, Finetto für you, Finetto für you, Finetto für you. Okay. Da sind wir erstmal wieder zurück. 8,5 Kilometer sind es noch bis zur letzten Bergwertung der ersten Kategorie. Wir gucken uns mal ganz kurz das Profil an. Das haben wir hier. Hier befinden wir uns also in diesem Anstieg. Danach geht es noch 1, 2, 3 mal hoch. Aber das ist eben der letzte, der eine Wertung hat. Von dem her gucken wir mal, was hier passiert. Leopold König fährt schon vorne mit dabei. Rabottini haben wir da vorne. Also jetzt sollte man schon ein bisschen aufpassen, was hier so geschieht. Und Gerald Jolik, das ist einer... Ja, den sehe ich heute nicht unbedingt als Favorit, ganz ehrlich. Aber er ist auch wiederum stark genug, hier tatsächlich mit rüber zu kommen. Also rein vom Papier her halte ich ihn für stark genug. Also jetzt nicht nur hier, sondern auch bis zur Ziellinie in der ersten Gruppe sich festzubeißen. Ist halt die Frage, ob so eine richtige Gruppe ankommen wird oder ob es dann doch eher zu einer Soloflucht kommen wird. Oder zu einer Flucht von ein paar wenigen Fahrern. Das war der Berg der ersten Kategorie. Wir sehen uns wieder, wenn hier irgendwas passiert oder eben wenn es aufs Ziel zugeht. Bis dann! So, die letzten 25 Kilometer sind also nun zu fahren. Und das schauen wir uns natürlich an. Es sind noch zwei Anstiege zu bewältigen. Ein etwas knackiger, rare, und einer, der nicht ganz so knackig ist. Der ist eher so leicht hügelig. Also nichts, was für Gerhard Ciolek unbedingt ein großes Hindernis wäre. Denn wir erinnern uns, der Mann wurde Zweiter bei Milan Sanremo. Und das ist immerhin ein sehr, sehr hügeliges Rennen. Naja, wir gucken mal. Jetzt geht es hier diesen einen Anstieg hinauf. Das war's schon, oder wie? Nee, das war's noch lange nicht. Das geht jetzt erst los mit diesem Anstieg hier. Mal schauen, wie er hier mit rüberkommt. Bis jetzt sieht es ja alles sehr gut aus. Leopold König ist dann, Abadauskas, Serpa. Hier haben wir Rabottini. Der versucht jetzt anzugreifen. Rabottini greift an. Und wir folgen mal Leopold König. Warum nicht? Gerald Ciolek kontert diesen Angriff oder versucht es jedenfalls. Und über diesen Hügel ist er mit drüber gekommen. Polank war da noch aus der Lampo-Merida-Mannschaft. Und das ist ein guter Vorsprung. Hermanns versucht jetzt noch hinterher zu fahren. Ciolek in einer Gruppe mit 5 Mann. Davor, dürfen wir nicht vergessen, aber immer noch die Ausreißergruppe mit 5 Mann. Veit aus der Adria-Mobilmannschaft ist da noch mit dazugestoßen. Und Navadauskas, auch er fährt hier noch mit dabei. Ist kein schlechter Mann im Hügel. Ja, den habe ich ein bisschen unterschätzt heute vielleicht. Hab da gar nicht dran gedacht, dass der im Hügel auch nicht übel ist. Noch 9 Kilometer. Ben Hermanns könnte nochmal aufschließen. Clark, Fasanov haben wir da auch gesehen. Aber das wird die da hinten natürlich auch viel Kraft kosten. Jetzt schließen sie auf die Ausreißergruppe auf. 7,8 Kilometer noch zu fahren. Jetzt kein Scheiß, man sich da nicht irgendwie
dumm einsortieren oder sowas. Das bringt jetzt nämlich alles nichts. Jetzt muss man einfach Gas geben. Jetzt muss man einfach mit den anderen mitziehen. So blöd es klingt. Jetzt der letzte Hügel, oder? Ich weiß es nicht genau. Muss hier nochmal genauer gucken. Ja, jetzt sind wir an der letzten Steigung. Jetzt ist die letzte Steigung also erreicht. Chio Lake vorne. Wo ist Ben Hermanns? Der ist gar nicht hier. Doch, der muss hier mit dabei sein. Hier ist er. Hermanns hat es also geschafft. Er hat den Anschluss geschafft an diese Gruppe. So, wer ist der beste Sprinter? Wahrscheinlich Navadauskas. Jawohl, so ist es. Und der will jetzt natürlich auch ein großes Interesse daran haben, hier die Gruppe, wow, was mache ich denn da, ankommen zu lassen. Jetzt eröffnet er den Sprint. Jan Polanke ist das, der den Sprint hier eröffnet. Gerald Ciolek ist natürlich jetzt hier noch in meinem Windschatten. Gerald Ciolek hinter Navadauskas und König. Ciolek setzt jetzt den Sprint an. 1,2 Kilometer. Gerald Ciolek, das dürften keine Gegner sein für ihn. Das dürften keine Gegner sein für Gerald Ciolek. Und so wie es aussieht, macht er das mit seiner Beschleunigung ganz, ganz locker und souverän. Und nach seiner Pause ist er wieder zurück. Gerald Ciolek im zweiten Rennen, im ersten Straßenrennen mit dem ersten Sieg. Nyon Schutti stürzt. Was soll das denn, Leute? Doch nicht während den Siegesfeierlichkeiten, Mensch. Ah, es ist ja jetzt übel. Komm, die 2 Kilometer, die fährst du aber noch durch. Da beißt du dich durch, ich kenne dich. Und damit jetzt also gleich mal in der Siegerehrung dann zu sehen. Ja, Ciolek, einfach nur stark. Ähnliches Profil bei Milan Sanremo und das nutzt er sofort aus. Da ist er eben der einzige Sprinter, der einzige richtige Sprinter, der gut genug ist, mit über diese Hügel zu fahren. Und ja, im Sprint ist er eben sehr, sehr überlegen gegen so Leute wie Navadauskas oder wie König. Und wir schauen uns die Siegerehrung an. Der nächste Sieg also für MTN Kubeka und für Gerald Ciolek. Zweiter wird heute Leopold König, dritter Jan Polak, vierter Navadauskas, dann Rabotini, Hermanns, Tubore, Veit, Koretzki und Bugge. Glückwunsch also nochmal an Gerald Ciolek. Klasse Sieg. In der Gesamtwertung führt nun weiterhin Navadauskas. Zweiter ist Hermanns, dritter König, vierter Polak, fünfter Koretzki. Gerald Ciolek fährt vor auf Rang 9 in der Gesamtwertung. Aber das wird er nicht bleiben. Keine Angst, um die Top 10 fährt Gerald Ciolek hier ganz bestimmt nicht. Dafür wird diese Slowenien-Rundfahrt noch schwer genug. In der Punktewertung schiebt sich Gerald Ciolek heimlich an Navadauskas ran. 25 Punkte hat Gerald, 39 hat der Litauer aus der Garmin-Sharp-Mannschaft und führt damit weiterhin in der gesamten Wertung der Sprintwertung. Also in der Sprint-Gesamtwertung. Ja, ihr versteht schon. In der Bergwertung führt nun Koretzki aus der Bretagne-Sechet-Mannschaft vor Tubore und Bugge. Kann man ja auch mal zeigen. In der Nachwuchswertung ist auf Rang 1 jetzt Jan Polank von Lampre. Zweiter ist Koretzki, dritter Bugge. Und in der Teamwertung führt nun die Mannschaft Nero Sapristi vor Garmin Sharp und BMC. MTN Kubeka macht einen Platz gut und ist nun 9. Ja, und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich mal von euch nach einem sehr erfolgreichen Rennen. Gerald Ciolek, taktische Meisterleistung. Und das war nun Saisonsieg Nummer... warte, wir gucken mal woanders. Wir gucken mal hier, ist das einfache Saisonerfolge 9. Der 9. Saisonsieg und das am 20. Juni. Die Saison ist ja erst in der Halbzeit. So, nun haben wir den 21. Juni. Und was das bedeutet, könnt ihr euch denken, das ist das heilige Datum. Ab jetzt gibt es also die Transferverhandlungen und wir werden dann natürlich voll einsteigen. Nebenbei fahren wir noch die Slowenien-Rundfahrt und ja, das war's auch schon von dieser Etappe der Slowenien-Rundfahrt. Ich bedanke